Mein Name ist Dylan Söseri. Ich bin 17 Jahre alt, komme aus Berlin und wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Traurig, dass so eine Situation überhaupt entsteht, immer noch. Weißt du, ich meine so, dass es noch Leute gibt, die dieses ekelhafte Gedankengut in sich haben, dass Menschen unterschiedlich wert sind, weil sie eine andere Herkunft haben oder eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe, Bruder. Bro, Alter, können wir es nicht endlich mal lernen, dass wir alle Menschen sind und alle gleich bluten am Ende des Tages, so? Und beide Frauen dann auf mich eingeprügelt haben. Sie haben mich getreten, sie haben auf meinen Kopf geschlagen. Und der andere Mann ist dann auch gekommen. Ich habe gebettelt um Hilfe. Ich habe gesagt, warum hilft mir denn keiner? Sind einfach Leute da gewesen, die daneben gestanden haben und zugeguckt haben so. Diese Zivilcourage und diese geheuchelte Solidarität, die gerade alle predigen. Wir müssen auf die Menschen, die interessiert die meisten Menschen einen Scheißdreck. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich hab gesehen, Dylans Account ist zurück, wa? Von der wir uns gestern auch schon ein bisschen reingezogen haben. Ich würde da gerne nochmal drauf reagieren an der Stelle. Also ich würde das gerne mir nochmal angucken. Da sind wohl jetzt auch Interviews mit Zeitungen und so gekommen. Also auf jeden Fall will ich jetzt nochmal das komplette Video sehen. Wir haben ja gestern uns einen Zusammenschnitt reingezogen von so einer türkischen Plattform. Sehr viel rausgeschnitten wurde und so. Und deswegen will ich auf jeden Fall jetzt nochmal auf das komplette Video reagieren, um einfach zu gucken, was sie da erzählt hat und so, weißt du, wie ich meine? Also nochmal kurz zur Vorgeschichte, ich habe das gestern so ein bisschen rausgelesen, die Presse behauptet hat, dass sie zusammengeschlagen wurde wegen der fehlenden Maske und das soll wohl darauf zurückzuführen sein, dass die Polizei diese Meldung rausgegeben hat, also die Presse nicht zu 100% schuld ist. Dann wollten wir gestern darauf reagieren, dann war ihr Profil gelöscht. Der Account war gelöscht, die Videos waren gelöscht und man hat es nur auf einer türkischen Plattform gefunden, wo sehr viel rausgeschnitten wurde und so von ihrem Video. Und jetzt ist das Profil wieder online und ich wollte mir jetzt mal reinziehen, was sie denn da erzählt hat. Gucken wir uns das gemeinsam mal an, weil es ist eine sehr heftige Story. Ja, da geht es auch wieder um, ja egal, wir gucken erstmal rein und dann gucken wir mal, gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Senf für den Man. Wahrheit verdreht und Lügen über mich verbreitet, muss ich mich so an die Öffentlichkeit wenden, weil ich das nicht so auf mir sitzen lassen kann. Mein Name ist Dylan Söseri, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Berlin und wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Warte mal kurz. Berlin und wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Das Ganze hat so angefangen. Ich bin zum Bahnhof Hufelandstraße gelaufen, habe dabei mit meiner Mutter telefoniert. Das ist das, was gestern alles gefehlt hat, die Ausgangssituation, weißt du, ich meine so, warum das alles passiert ist etc. Und bin in die M4 eingestiegen, weil ich zum Bahnhof Greifswalder Straße fahren wollte. Eine Station später sind drei alkoholisierte Personen eingestiegen, zwei Frauen und ein Mann. Der Mann hatte in seiner Jacke einen Chihuahua drin. Eine der drei Personen hat dann gesagt, ja komm, verpiss dich, du alte Fotze. Und ich war so, was? Ich drehe mich um, ich sag so, wie bitte? Warum soll ich mich denn verpissen? Was habe ich denn gemacht? Ja, du trägst Ausländer, unzählige Ausdrücke und rassistische Beleidigungen. Was? Du trägst Ausländer? Dann verpissen. Was habe ich denn gemacht? Ja, du trägst Ausländer, unzählige Ausdrücke und rassistische Beleidigungen mir gegenüber. Und meine Mutter war die ganze Zeit am Telefon. Hat sie mich die ganze Zeit provoziert und mir gesagt, ich solle mich verpissen. Am besten ganz nach hinten und hat mir mit der Armbewegung so den Weg gezeigt. Dann habe ich gesagt, ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass und selbst wenn ich nicht hier geboren wäre, ist es scheißegal, woher ich komme, weil wir sind alle Menschen. Zudem muss ich sagen, hatte ich einen Mund- und Nasenbedeckung an und diese drei Personen hatten keine. Sie hatten keine hier am Kinn, sie hatten gar keine in ihrem Gesicht. Sie sind ohne eingestiegen und habe ich sie darauf hingewiesen, beide und alle drei zusammen.
Ist erstmal traurig, dass so eine Situation überhaupt entsteht, immer noch. Weißt du, ich meine so, dass es noch Leute gibt, die dieses ekelhafte Gedankengut in sich haben, dass Menschen unterschiedlich wert sind, weil sie eine andere Herkunft haben oder eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe, Bruder. Das ist so, man, Bro, Alter, können wir es nicht endlich mal lernen, dass wir alle Menschen sind und alle gleich bluten am Ende des Tages, so? Weil der Mann, der mich die ganze Zeit bedrängt hat, ist mit seinem Rücken so gegen mich gegangen, dass sie ihre Masken anziehen sollen und danach mit mir weiterreden können. Weil mir der Mann dann etwas zu nah gekommen ist, habe ich ihn von mir weggedrückt. Und er meinte mir dann gegenüber frech zu werden, indem er gesagt hat, Mäuschen, mach das nochmal, trau dich und du fängst dir eine. Aus dem Nichts ist sie, wie gesagt, auf mich losgerannt und hat ausgeholt und ich bin ausgewichen. Hinter mir jedoch hat sich dann ein Mann gestellt, wo ich mich dann nicht mehr wehr, also ich konnte dann nicht mehr weitergehen. Digga, es ist ein kleines Mädchen, die ist 17 Jahre alt, Bruder, ja. Ich schwör dir, was für, pass auf, sonst gibt's eine, weißt du, ich meine so, was, ekelhafte Menschen, Bruder, ja, voilà. Also ich bin über diesen Mann gestolpert, weil ich ausgewichen bin, nach hinten laufen wollte und dann halt dieser Mann hinter mir stand. Dann habe ich mich umgedreht und habe gesehen, wie mehrere Menschen um mich herum einen Kreis gebildet haben und alle auf mich eingeredet haben. Dann ist diese eine Frau, die davor gar nicht, also ich habe sie nicht gesehen, aus dem Nichts kam und hat gesagt, ich dreckiges Miststück, ich dreckige Fotze, soll erstmal meine Maske anziehen. Aber wir waren draußen und niemand von den ganzen Leuten hatte eine Maske an. Und habe ich gesagt, ach so, ich soll eine Maske anziehen, aber sie dürfen hier ohne rumlaufen, ne? Und dann ist diese Frau auch schon direkt auf mich losgegangen, hat mir ins Gesicht gefasst, hat mein Gesicht so gepackt, dabei ist meine Lippe gerissen und wollte somit meine Maske aufsetzen. Sie hat aber genau das Gegenteil geschafft, die Maske ist gerissen und auf den Boden gefallen. Dann ist die gleiche Frau, die in der Straßenbahn schon mit mir frech geredet hatte und mich provoziert hatte, auf mich losgegangen, hat gesagt, du hältst jetzt deine Fresse, sie hat Geburtstag. Die Frau, die mich angegriffen hat und mir die Maske aufsetzen wollte. Dann habe ich gesagt, es interessiert mich nicht, wer hier Geburtstag hat. Wollen Sie von mir? Was ist Ihr Problem? Und aus dem Nichts alle auf mich rauf. Auf einmal, ich drehe mich um, ein 2 Meter großer Mann, 51 Jahre, jetzt weiß ich ja, wie alt er ist, ist auf mich losgegangen, also hat sich vor mich gestellt, so auf mich abgeguckt und mir gesagt, ich würde nicht wissen, wer er ist. So, Digga, ich schwör's dir, Alter. Das ist so ekelhaft, Digga, ich schwör auf alles, Bro. Ich hab genau, so, weißt du, ich hab selber in meiner Jugend und Kindheit rassistische Begegnungen gemacht, ne? So, wo ich von Nazis verfolgt wurde auch und so und hab da lange auch Albträume danach gehabt und so ein Scheiß, Bruder. Das ist so traurig, dass es immer noch in dem Gedankengut hier verankert ist, so. Das ist so scheiße, Bro. Das ist so ekelhaft, Mann, Digga. Oh, kleines Mädchen, 17 Jahre alt. Wer bist du? Wer bist du? Als Erwachsener, Digga, verpiss dich doch einfach, geh einfach, so. Und mit seinen Händen auf mich rauf und hat gesagt, ich soll aufpassen, was ich in seinem Land sage. Dann, als ich ausgewichen bin, habe ich den nächsten... Wenn ich da wäre, Digga, ich wäre mit Dropkick, Alter, dem so reingesprungen, Alter. Ich schwör's dir, safe. Gerade Aggression, gerade bei mir in drin, brodelin' man, wie ich, jo. ...gesehen. Ungefähr so groß wie ich, aber trotzdem auch, also 40. Gesagt, du hättest jetzt deine Fresse, du Miststück. Und ich habe hier nichts zu suchen und ich bin Drecksausländer. Währenddessen sind die Frauen von der Seite gekommen, haben mich geschubst und sind auf mich losgegangen. In meinem Ohr habe ich meine Mutter gehört, wie sie geweint hat. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mein Handy habe. Und dann habe ich schnell aufgelegt und habe das gefilmt. Und in diesem Moment ist diese Frau, die mich am Anfang angepackt hat, auf mich losgegangen und hat mich getreten, geschubst und an meinen Haaren gezogen. Dann ist mein Handy...
Digga, und dann, das Krasse ist, das siehst du jetzt auch in dem Video, vielleicht sagt ihr auch noch was dazu, sind einfach Leute da gewesen, die daneben gestanden haben und zugeguckt haben, so. Dieses Zivilcourage und diese geheuchelte Solidarität, die gerade alle predigen. Wir müssen auf die Menschen, die interessiert die meisten Menschen einen Scheißdreck. Aber heuchelt nicht diese, auch gerade von der Politik, heuchelt nicht dieses so, wir müssen solidarisch sein. Wir müssen füreinander einstehen. Seit wann steht ihr denn für andere Menschen ein? Seit wann steht die Politik für ältere Menschen ein? Seit wann steht ihr für Kinder ein, für Jugendliche? Seit wann setzt ihr euch ein für die? Ihr seid nur auf euer scheiß Geld unterwegs und selber auf euch konzentriert. Ihr habt mit uns Menschen hier gar nichts mehr zu tun. Und das kannst du auch so, weißt du, das hat jetzt zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber es ist so geheuchelt auch. Wenn Leute das immer sagen, ja, du hast kein Ding, du nimmst keine Rücksicht auf andere und so ein Scheiß. Aber das redet ihr euch selber ein. Und dann steht ihr nebendran, wenn ein Kind geschlagen wird oder ein Mädchen versucht wird zu vergewaltigen oder wenn ein Behinderter geschlagen wird oder wenn ein Schwarzer geschlagen wird von 10 Nazis so. Dann setzt sich keiner ein. Das juckt niemanden. Ist er nur ein Schwarzer? Ist er nur eine Türkin? Ist er nur ein Kind? So, nicht, dass ich noch irgendwas, ist scheißegal. Menschen müssen für Menschen einstehen. Menschen müssen für Menschen da sein, Bro. So. Und ist auch egal, was danach passiert. Und wenn du Angst hast, mach irgendwas. Ruf irgendjemanden an. Sprech an. Klingel an Häusern. Mach irgendwas. Guck nicht einfach zu. Runtergefallen und das Video ist leider ausgegangen. Dann kann ich mich auch nur, also das war alles so schnell, kann ich mich daran erinnern, dass mich zwei Männer hier gepackt haben. Also einer hier und einer da. Und beide Frauen dann auf mich eingeprügelt haben. Sie haben mich getreten, sie haben auf meinen Kopf geschlagen und der andere Mann ist dann auch gekommen und hat mich auch geschlagen. Sie haben mir in meinen Bauch gehauen, mir auf meinen Kopf. Schreibt jetzt einer, das ist doch in anderen Ländern auch so, du kannst es nicht für Deutsch. Bro, ich lebe in Deutschland, ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden. Ich rede über Deutschland. Warum soll ich jetzt über Afrika reden oder über Indonesien, wenn ich noch nie da war und keine Ahnung habe, wie es da funktioniert oder nicht funktioniert? Ich rede über das Land, in dem ich geboren bin und wo ich groß geworden bin, aufgewachsen bin, wo ich meinen Großteil meines Lebens verbracht habe. Und wenn es dich stört, dann schalt bitte aus. So. Mehrmals geschlagen, meine Beine haben sie mir getreten. Und ich habe gemerkt, dass sie mir eher an die Beine getreten haben, weil sie wollten, dass ich runterfalle, um mir in mein Gesicht zu treten. Dabei haben sie alle geschrien, ich wäre eine Drecksausländerin. Dieses Ja-Aber, wie kann man bei so einem Thema irgendwas mit Ja-Aber sagen? Wie kann man bei so einem Thema das noch versuchen zu relativieren auch? Weißt du, wie ich meine so? Bro, wie können Leute, die das machen, noch überhaupt ins Bett gehen und so schlafen, Bro, Alter? Und ich soll zurückgehen, wo ich herkomme. Natürlich habe ich zu diesem Zeitpunkt auch um Hilfe geschrien und ich kann euch sagen, Leute, der Bahnhof war voll. Auf meiner Seite als auch auf der anderen Seite waren sehr viele Menschen. Da habe ich geschrien und gefragt, warum mir keiner hilft. Ich hab gebettelt um Hilfe. Ich habe gesagt, warum hilft mir denn keiner? Und dann habe ich... Ich erinnere mich jeden Tag, wenn ich meine Augen zumache, an dieses Gesicht, was so hasserfüllt war. Einen Mann gesehen, der vor mir stand, mit seiner Zigarette im Mund, mit so einem Lächeln, so. Er hat gelacht, er fand es amüsant und er hatte einen Hass in seinen Augen. Er hat mich ausgelacht. Und die anderen auch, die haben mir nicht geholfen. Und als ich dann um Hilfe gebeten habe, sind die Frauen nochmal auf mich losgegangen. Aber dann haben die Männer sie ein bisschen zurückgezogen und haben gesagt, okay, komm, reicht jetzt. Ja, ist so verrückt, was abgeht, ne? Wenn du mal überlegst, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Wir hatten einen Amoklauf in der Universität in Heidelberg. Wir hatten einen Typen, der zwei Polizisten erschossen haben. Wir haben diese Story. Wir haben, was war noch? Irgendwas war noch. Leute, diese ganze Wut und diese ganze Negativität, die sich aufgestaut hat über die letzten 2 Jahre, entlädt sich jetzt in ekelhafte Richtungen. Weißt du, wie ich meine so? Und dann stellen sich noch Leute hin und sagen, diese ganzen Maßnahmen sind gerechtfertigt. So, egal, ob im Nachhinein 1000 Leute sterben oder nicht sterben. Weißt du, wie ich meine? Oder durchdrehen. So psychische Schäden bekommen und so. Man weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist, aber ich habe generell das Gefühl, dass sich das, was sich da alles aufgestaut hat, dass Leute langsam verrückt werden, crazy werden, einfach durchdrehen, weißt du, ich meine so. Und dann habe ich mein Handy wieder genommen und habe weiter gefilmt.
Ja, ja. Guck mal, ihr Ekelhaften, Alter, ich schwör dir. Ihr Ekelhaften. Ah, hier, guck mal, so ein ekelhafter Dicker. Irgendwas mit Charmutta gesagt, ne? Krass. Wie tief die Menschheit gesunken ist, dass sie auch alle... Dankeschön. Ja, die stehen da einfach, Bruder. Was, die stehen da einfach, Bro. Ach, hör auf, Mann, Digga. Das ist einfach das, was mich, das, wo man immer wieder dann krass traurig und enttäuscht wird, wenn man sieht, wie ekelhaft die Welt ist, so, weißt du? Nachdem das alles passiert ist, war ich erstmal schockiert, weil ich mir dachte, okay, keiner hilft mir hier. Ich habe gefragt, warum hilft mir keiner? Ich sag nur mal so zur Info, ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass. Und selbst wenn, ist es egal. Ich habe mich immer wieder wiederholt. Ich war schockiert. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert ist. Ja, das Ganze hat dann geendet, dass ein Krankenwagen gekommen ist. Ich ins Krankenhaus musste und jetzt seit 2 Tagen hier im Krankenhaus bin, weil ich eine Gehirnerschütterung... Liebe geht raus, gute Besserung. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Weiß ich nicht, wenn ich dir irgendwie helfen kann oder so. Ich bin auf jeden Fall am Start. Aber... ich habe ein Bauchtrauma, ich habe etliche Prellungen und Verletzungen an meinem Körper und bin körperlich als auch psychisch wirklich am Ende, weil ich nicht verstehen kann, wie 2022 immer noch so eine Menschen auf diesem Planeten leben können, immer noch dieses Mindset besitzen. Wir wären unterschiedlich aufgrund unserer Herkunft. Und ich nicht verstehe, warum die Presse, Social Media, die Polizeiwebseiten, die Zeitung etc. nicht ehrlich sind und die Wahrheit verdrehen, weil es hätte auch anders ausgehen können. Das ist krank, Bruder. Das ist krank, dass die das so hingestellt haben, dass es um eine Maske ging. Damit die das irgendwie mit dem Corona-Thema wieder zusammenbringen können. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß die Hintergründe nicht, warum Leute das getan haben, ne? Oder wie das dazu gekommen ist, dass die Presse das so verbreitet und die Polizei selber das auch so verbreitet hat. Wer denen das erzählt hat oder nicht. Aber ich sehe immer so oft, auch bei dem Amoklauf in Heidelberg zum Beispiel, dass Informationen zurückgehalten werden, obwohl die schon da sind, ne? Wurde ein Polizist dann gefragt, so, ja, hat der Typ sich selber umgebracht oder habt ihr ihn erschossen? Er ist schon tot, es ist schon passiert. Ja, können wir keine Auskunft zu geben. Da werden Informationen zurückgehalten. Hier wird eine Falschinformation rausgestreut, so dass es mit dem Thema Corona in Verbindung gesetzt wird, damit Leute wahrscheinlich noch mehr Angst haben oder noch mehr... Ich kenne die Hintergründe nicht, aber ich finde es extrem erschreckend. So. Und ja, deswegen bitte ich euch, das Ganze zu teilen, das Ganze weiterzuleiten. Lasst uns das Ganze einfach viral bringen und der Welt ein Statement setzen, dass das so nicht weitergehen kann. Ich danke euch. Ich küsse deine Hände. Ja, Liebe geht raus auf jeden Fall nochmal. Gute Besserung und ich hoffe, dir geht's bald auch wieder besser. Ich hoffe, du kommst auch mit dem psychischen, also das, was psychisch mit dir dadurch passiert. Klar, so, ich kenne selber aus meiner Kindheit und Jugend, mich hat's sehr lange verfolgt, sehr lange mitgenommen. Ich konnte erst im Erwachsenenalter dann irgendwann damit abschließen. Glaube, ich habe bis heute noch Nachwirkungen bei mir auch. Deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.